Hallo! 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 Wir sind wieder da. Wir sind back quasi bei Slime Games. Diesmal mit Water Polo Slime, Red Mike, Quinn Pendron, Animos, Anonymous, Tipstar. Das interessiert zwar keinen, aber egal. Also wir spielen hier Wasserball. Oh, da spritzt gleich Wasser und da ist der Ball das erste Mal drin. Oh, das spritzt ja, das Tor geschossen. Wer spielt denn jetzt hier eigentlich wen? Na, ich bin wieder Belgien. Ich bin Argentinien. King Salem ist Belgien und Henning Checker ist das andere Team. Argentinien. Eigentlich ist das wieder wie Fußball, bloß dass es hier erst was mir spritzt, oder? Ja, und das naja. Der Ball ein bisschen langsamer dadurch wird. Oh, knifflige Situation drin. Oh, drin. Belgien macht das Tor. Das spritzt. Ja, keine Perversitäten hier bitte. Noch nicht. Bist du dumm? Ich versuche gerade das Ding zu greppen. Greppen. Scheiße. Sonst wäre der drin gewesen. Aber naja. Oh, ja, geil. Der Nick-Checker kann gar nicht spielen. Ey, weil er kann das nicht, das Spiel. Also ich werfe die als Moderator diesmal. Und natürlich um Längen besser als der Nick-Checker. Ja, also Mann, was ist denn das hier für eine Fail? Ja, schon wieder, du musst übrigens auf den Balken da unten achten, Alk. Ach. Nix Checker. Mann, was ist denn das hier für ein... Ah, der Nix Checker kann es. Belgien führt schon mit 6 zu 1. Und das aus gutem Grund. Ja. Was 6 zu 2 ist. Ja, ich hab jetzt... ihr habt sicherlich das Rugby-Video gesehen. Da hat auch der Nix Checker gezockt, aber gleichzeitig kommentiert. Und diesmal bin ich mit dabei. Und jetzt gibt es wahrscheinlich wieder das Tor. Nein, doch nicht! Oh, er schlägt auf der anderen Seite ein! Oh! Einmal gut gemacht von Argentinien! Ja. Und jetzt wird es gleich wieder einschlagen. Nein, wieder mal Belgien! Der Vorwärtsbewegung macht einen Fehler und ist dann nicht schnell genug zurück, um den Ball abzufangen. Hab das jetzt. Ja, gleich. Oh, jetzt aufpassen! Nichts Checker! Oh, Belgien Tor! Hallo. Und Belgien bewegt sich natürlich wieder nicht. Du bist Argentinien, du Vollpfosten. Ich weiß, aber meiner hat sich nicht bewegt. Ja, das ist Argentinien und nicht Belgien. Was macht Belgien? Der gegnerische Tor, der Ball steckt aber ihm ein. Das ist der Typ von Fulham, oder? Ja, der Neger, der auf der Linie steht. Oh, das Gegenschlag und das Tor, das Tor. Im Prinzip schon. In den letzten 5 Sekunden passiert eh nicht mehr viel. Er muss den Ball jetzt eigentlich bloß gegen die Wand spielen. Ja, ja. And that's the final whistle. Belgium wins. Haut da rein, 5. Und jetzt haut da rein, das war's. Und ciao.